Digital Health ist der Sammelbegriff für mich von irgendeinem einzelnen Unterthema. Also man kann das aufteilen, Digital Health, in beispielsweise Trend Health. Dort darunter fallen so Gadgets wie Wearables, Schrittzähler, Smartwatches, aber auch die ganzen Gesundheits-Apps und so Social Media Plattformen zum Teil. Data Health, dort geht es um Themen, wir sammeln mit Digitalisierung sehr viele Daten, Datensicherheit, Umgang mit Daten, dann kommt auch so ein bisschen künstliche Intelligenz ins Spiel. Dann haben wir E-Health. E-Health geht es wirklich um Geschichten wie das Patientendossier, elektronische Medikamentenplan oder elektronische Impfbücher, dort wo wirklich IT-Systeme, dort reden wir von den Systemen. Und dann gibt es noch Tech-Health, dort reden wir effektiv von der Technologie, also sprich Robotics, Artificial Intelligence, Virtual Reality, 3D-Druck, das sind die Geschichten. Digital Health im Kanton Zürich ist eigentlich für mich geprägt von Heterogenität, von Vielseitigkeit, die wir hier haben. Vor allem wichtig ist hier das universitäre Umfeld mit ETH, Uni, ZHW und HWZ. Dort heraus entstehen sehr viele Start-ups, gute Start-ups. Wir haben über 70 im Kanton Zürich, die aus dem Gesundheitswesen kommen, also ein bisschen Themen bedienen. Schweizweit sind es über 200. Dazu kommt natürlich die Infrastruktur, die der Kanton hat, und Dichte an Leistungserbringer, die Player, die halt einfach im Gesundheitswesen etabliert sind. Und dann kommen natürlich noch die Innovation Parks dazu, die jetzt entstehen. Das ist für mich so ein bisschen das Zückerchen, das Einpünktchen. Dort gibt es wirklich ein physisches Zuhause von diesen Projekten und Initiativen. Das DHC, das Digital Health Center in Bülach, ist ein physisches Zuhause, wo eigentlich die Idee ist, dass unter einem Dach Startups, IT-Dienstleister und vor allem auch Corporates, Leistungserbringer und Träger aus der Branche, gemeinsam an einem Projekt Digitalisierung im Gesundheitswesen arbeiten und die so nachhaltig voranbringen. Initiativen braucht es wie ein DHC, dass man eben einen physischen Ort schafft, wo sich Gleichgesinnte zu gleichen Themen können austauschen können, voneinander profitieren, Synergien vielleicht auch entdecken und so gemeinsam Projekte vorantreiben. Es soll ein Spielweise auch werden für Digitalisierungsprojekte im Gesundheitswesen, wo man eben mal versucht, mal etwas auszuprobieren und mal zu schauen, wie funktioniert das. Ich glaube, das wird eine coole Sache und habe wirklich Freude, dass ich da dahinter stehe. Zusammenarbeit mit anderen Innovation Hubs oder Technoparks ist extrem wichtig, damit wir eben das Rad nicht überall neu erfinden, sondern von Synergien, von diesen Kooperationspotenzial und auch von den Erfahrungen können untereinander profitieren und so ein cooles Ökosystem können schaffen im Kanton.